Ja, hallöchen liebe Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von Plants vs. Zombies 2. Ich habe ja den ersten Part schon gespielt gehabt und fand ihn echt super genial und den zweiten gibt es ja auch schon eine ganze Weile, deswegen spiele ich ihn einfach mal. So, wir können hier die Grundlagen durchspielen. Ich denke mal, das könnten wir überspringen. Überspringen wir das mal. Schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen. So, wir haben jetzt ein paar Pflänzchen, die wir hier hinsetzen können. Wir müssen die Sonnen einsammeln, also wie auch in dem ersten Teil auch gewesen. Ich setze hier mal hier aber in die erste Reihe hin. Und warten dann, bis die kleinen Zombies kommen. Hui! So, da kommt schon einer. Kann man gleich mal hier hinsetzen, den Erbsen-Shooter. Kann man hier, hat hier irgendwelche Namen? Anscheinend nicht gerade wirklich. Gib mir Sunnies! Ja, und der stirbt schon durch den ersten Erbsen-Shooter. So, okay, hätte man ein Stück weiter unten hinsetzen müssen. Hätte ich warten müssen, bis der nächste kommt. Aber egal, da haben wir noch genug Zeit, denke ich mal. So, da ist der nächste. Und das nächste Sonnchen, dann kann ich hier gleich noch eine zweite Reihe hinmachen. Irgendwie will ich das immer nicht ganz anklicken. So, wo haben wir den letzten Zombie? Wahrscheinlich wieder falsch. Nein, doch. Genau richtig auf die Ebene gesetzt. Ja, hier oben kann man auch schon wieder sehen, die Fortschrittsleiste. Wie weit die schon vorne ist. Mehr Sunnies. So, da kann man schon eine zweite Ebene von Erbsen-Shootern hinsetzen. Die unser Haus noch besser verteidigen. Und da kann man auch gleich Walnüsse dahinter davor setzen. Lassen wir die mal dahin. Da kommen die ersten mit Hüte. Die sind dann schon ein bisschen widerstandsfähiger als alle anderen. So, und damit haben wir alle Sonnenblümchen ausgebaut. Jedenfalls die ersten beiden Ebenen. Naja, sollte nicht mehr allzu schwer sein. Da kann man ein paar Kartoffelminen hinsetzen. Kennt man alles eigentlich schon aus dem ersten Part. Wer mir dazu geschaut hat, ansonsten kann ich das natürlich alles mal erklären. Die Kartoffelmine explodiert, sobald die rauftreten. Ja, die Walnüsse sind halt wie Barrikaden sozusagen. Die halten die anderen ab hier, die komischen Zombies, die mampfen sich erstmal hier voll. Ja, und die Sonnenblumen geben halt Sonne, was ich halt als Energie brauche. So, nächstes Walnüsschen. Ja, oh, okay, da hat nur den Helm verloren. Ich dachte schon, das wäre ein Item gewesen. Oh, da ist das Item. Eine Münze, sammle Münze, um später coole Sachen zu kaufen. Okay. Eine Welle von Zombies. Das heißt, ganz, ganz viele Zombies, die unser Haus einnehmen wollen. Und da kann man auch eine Kartoffelmine hinsetzen, die dann gleich explodieren wird, sollte da überhaupt jemand hinkommen. Aber anscheinend nicht. Das ist so unglaublich aufgebaut hier. Da kommt keiner mehr ran. Die vor allem, wie die aussieht. Was die für Gesichter ziehen. Total lustig. So, oh. Was haben wir denn da? Feurio. Hey Nachbar. Kann ich mir die scharfe Soße borgen? Ich warte hier schon ewig mit diesem Taco. Hey, der hat unsere scharfe Soße geklaut. Oh, das war unglaublich. Ich will den Taco noch einmal essen. Wo ist meine Zeitmaschine? Das ist Penny und ich bin Deppy Dave. Aber du kennst mich Deppy Dave nennen. Ja, wollte ich sowieso tun. Endlich ein anderer Benutzer, der meinen Anfall verarbeiten kann. Ich nehme an, Dave will in die Vergangenheit reisen, um seinen Taco zu essen. Mal wieder. Sie ist echt so schlau. Und jetzt los, ich will meinen Taco. Ja, also, hier sieht man im zweiten Part schon ein bisschen mehr. Als im zweiten Teil von dem Spiel. Oh, ein bisschen weit zurück in die Zeit zurückgereist. Willkommen im alten Ägypten. Ihr Taco wird dann voraussichtlich 4500 Jahren fertig sein. Mehr oder weniger. Das stinkt doch zum Himmel. Ich bin sicher, dass mein Taco hier irgendwo ist, aber zuerst. Denn zum Pflanzen sind sie da. What? Oh, jetzt sind wir im alten Ägypten. Super. Na super, das alte Ägypten, Tag 1. Oh, schöner Sound.
Ja, also hat man hier direkt die Zeitmaschine genutzt, um uns ein altes Ägypten zu katapultieren. Oh, die sind ein bisschen schnell, oder? Nein, doch nicht. Sah nur so aus. So, ich brauche noch ein Blümchen. Da, ein Sonnchen. Flupp. Und hier unten mit dem Button kann man das höchstwahrscheinlich wieder abreißen, die Pflanze, wenn man sie vielleicht dooferweise wohin gesetzt hat, wo man sie nicht hinsetzen wollte. Oh, was haben wir denn da? Ein Sonnenträger. Naja, viel halten ja auch nicht durch. Das sind halt ganz normale Zombies. Aber schöne Musik. Kann man ja auch nicht drüber meckern. So, warten wir mal. Da oben ist einer. Den habe ich schon aus dem Augenwinkel gesehen, dass da einer kommt. Ja, der Sonnenkönig ist gefallen. Der Zepterträger. Ah, die Grafiken sehen ja echt wirklich sehr schön aus, muss ich sagen. Die haben sie sehr schön gemacht im nächsten Teil. Und hier kann man, nachdem die Monster gefallen sind, tauchen ab und zu Münzen auf. Die sollte man auf jeden Fall anklicken, damit man hier die Münzen bekommt. So, bauen wir gleich mal die Walnüsse auf. Die haben ja ziemlich lange Cooldown-Zeit, bis man die wieder pflanzen kann. Und die nächste Münze, lalala. Ey, der hat meine Sonne geklaut. Arsch. Geht ja gar nicht. Dafür sind die also da, ja? Um mir Sonne zu klauen. Ah. Da hat er sie wieder freigelassen, nachdem er umgekippt ist. Das ist ja immer super toll. So, ich würde am liebsten noch eine Barrikade von Erbsen-Shootern hinbasteln, aber es gibt hier keine mehr. Kein Platz mehr und außerdem ist es auch schon die letzte Runde. Hoppla. Der hat schon wieder Sonnen geklaut. Das ist unfassbar. Geld, 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 Geld. Alles mein Geld. So, hier noch ein paar Sonnenblümchen. Als Mega-Verteidigung hinsetzen. So, der beißt noch ein bisschen meine Walnuss an. Hat aber auch nicht viel Sinn. Die ist ziemlich zäh. Münzen. So, was können wir hier Schickes? Eine Schatzkarte oder eine Karte? Schatzkarte, Karte. Karte des Raumzeit-Dingsbums. Eine uralte Pergamentlandkarte von kosmischer Bedeutung. Schick. Schick, schick. Altes Ägypten. Gute Neuigkeiten. Penny hat eine Karte zu meinem Taco gefunden. Nein, das ist nur eine Raumzeitkarte der Welten, die wir erkunden könnten. Rumi und Piraten und Cowboys. Junge, Junge. Irgendwie sollten wir schon einen Weg zu den anderen Welten finden. Für den Anfang geht es aber ins alte Ägypten. Also haben wir hier noch die Piratensee, dann haben wir hier noch den Wilden Westen, die ferne Zukunft und etwas Unbekanntes. Sehr schön. Hier gibt es also 25 Level. Und wenn wir uns jetzt hier mal angucken, das komische Pflanzenlexikon, dann sieht man hier also, was wir alles schon bisher haben. Und was wir noch nicht freigeschaltet haben, ein Blumerang, also den Walnuss und die Walnuss, die Sonnenblume, die Erbsenkanone und die Kartoffelmine haben wir schon. Dann gibt es noch den Blumerang, werden wir da noch sehen. Ein Cola-Pult, ein Eisbergs, süß. Eisbergsalat friert, ein Zombie ein, der auf ihn tritt. Ein Grabfresser, eine Doppelsonnenblume, ein Pak Choi, ein Duplinator, eine Hagelzuckererbse, die man sich mit Geld freischalten müsste. Und eine Powerlilie. Und dann haben wir ja noch ganz viele Unerkundete, die wir noch nicht gesehen haben. Und hier haben wir halt die ganzen Zombies. Alte Ägypten-Zombies und so weiter. Also hier ist noch ganz, ganz viel Platz. Hier haben wir noch einen Matschkürbis. Ein Zunderholz. Manche müssen sich alle kaufen. Ist ja doof. Ist ja doof. Na gut. Und Verbesserungen. Okay. Sonnenbonus. Extra Sonnendüngerbonus. Und ein paar andere Bonus. Bonis. Okay. Was haben wir hier noch? Zombie-Gehirne versenden. Aha, okay. Interessant. Haben wir aber irgendwo einen Shop? Ja, klar, wenn man hier auf die Münze wahrscheinlich draufklickt. Nein, noch nicht ganz. Ich will das noch nicht aufladen. Ich will mir das kaufen damit. Okay, dann fangen wir an mit dem alten Ägypten im zweiten Level. Können wir das noch machen, bevor der Part, denke ich mal, zu Ende ist. So, da haben wir unser Häuschen. Na, das sieht doch wie die Karte zu meinem Taco aus.
Um genau zu sein, ist es eine Weltkarte, die uns zu neuen Pflanzen führt und uns hilft. Benutzer Dave, es gibt wichtigere Dinge als... Los, such mir nach meinem Taco. Das nächste Level wurde freigeschaltet. Super. Also können wir jetzt die Nummer 2 anklicken. Wir haben einen Erbsen-Shooter hier. Der hier so rumläuft, der so einsam auf dem Feld liegt. Diese Pflanzen sehen hungrig aus. Wenn du ihnen doch nur etwas geben könntest. Ein Taco zum Beispiel. Spezialdünger ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Der Grundbestandteil eines jeden guten Frühstücks. Vielleicht für Pflanzen. Zieh den Spezialdünger auf die Pflanze. Uhuhu. Mega awesome, was ist das denn? Nutze Spezialdünger, um diese Zombies zu erledigen. Nam 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 nam. Genial. Zerstöre jetzt den Eimer-Zombie. Patsch. Patsch. Au. Heftig. Platsch. Leuchtende Zombies haben Spezialdünger dabei. Okay, der ist zum Glück kein Helm-Zombie oder so. Hätten wir eh keinen Spezialdünger mehr. Los, gib mir deine Dünger. Oh, Moment. Hört sich eklig an. Okay, ein Ding haben wir wieder bekommen. Ob Pflanzendünger wohl auch für andere Pflanzen funktioniert? Ach, und ich soll jetzt hier düngen, oder wie? Das ist doch schon mal interessant. Haben wir schon mal einen Erbsen-Shooter hier rumstehen? Der unser schönes Haus verteidigt. Jetzt kann man den Spezialdünger benutzen, um einen mega abgehen zu lassen. Also, eine Pflanze. Oh, da ist schon wieder ein neuer Spezialdünger. Super. Basteln wir erstmal die Reihe voller Erbsen-Shooter hin. Bevor wir neue Sonnenblümchen machen. Gut, jetzt habe ich schon eine neue Sonnenblume gemacht. Da-da-da-da-da-da-da-da-dam. Das ist so mega geil. Total cool. Oder sollte ich eine Walnuss hinsetzen? Nicht, dass sie dann doch zu weit kommen sollten. So, da haben wir unsere Erbsen-Shooter schon runtergesetzt. Ah, lass meine Blume, meine Sonne in Ruhe. Okay, die kann man sogar noch anklicken, weil sie zu ihm gesogen werden. Das ist schon mal gut. Mehr Dünger, mehr Dünger, mehr Dünger. Ja, aber, oh, vielleicht benutzen wir es einfach mal hier. Warum nicht? Wir haben es ja, oder? So, nächste Walnuss. Und noch ein Spezialdünger, super. Und die letzte Welle von Zombies. Schauen wir mal, wo wir uns hier einen Spezialdünger hinsetzen können. Eigentlich setzen wir ihn hier hin. Das sieht ganz gut aus. Ah, nehmen wir das hier. Das dauert mir sonst zu lange, bis die fertig sind. Patsch, patsch, patsch. Ey, der hat gar kein... Ach, der ist mit dem Dünger. Wollte schon sagen. Der hat gar keinen Dünger fallen gelassen. Ah, der hat meine Pflanze aufgegessen. Die Saudi. Oh, und da haben wir ein neues Pflänzchen bekommen. Und zwar... Ein cooler Pult schleudert Kohlköpfe über Hindernisse hinweg auf den Feind. Sauber. Haben wir also ein schönes neues Pflänzchen, was wir jetzt mit in den Kampf mitnehmen können. Ah, okay. Weißt du, was praktisch wäre? Wenn man irgendwo mehr über Pflanzen und Zombies lesen könnte. Meinst du was wie das interaktive Lexikon? Nee, das würde nie funktionieren. Okay, haben wir eigentlich schon gemacht, also... Ich klicke das gleich direkt mal weg. Hier haben wir nämlich jetzt das Cola-Pult, das hier. Was wir jetzt mit in den nächsten Kampf nehmen könnten, theoretisch. Ja, hier zeigt es also immer die Level, was man bekommen würde. Also hier kriegt man dann dieses komische, diesen Blumerang her. Da kriegt man den Eisberg, Salat, wie auch immer. Hier haben wir irgendein Geschenk.
Da haben wir anscheinend einen Boss. Oha, der sieht ja schon mal super tastisch aus. Ah ja, also sieht echt gut aus. Hier haben wir, was haben wir hier? Plus 1. Oh, was heißt plus 1? I don't know. Oh, hier haben wir den Duplinator. Oh, erst ab Level 19. Oha. Das dauert noch, bis wir das kriegen. Die Doppelsonnenblume. Und hier ist nochmal ein richtiger Endgegner für das Level, für das alte Ägypten. Okay. Ich würde sagen, wir haben erstmal für den ersten Part ziemlich viel gemacht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung, wie auch immer. Wir sehen uns im nächsten Part von Pflanzen vs. Zombies 2. Bis dann. Ciao.